Uns hat eine Nachricht aus der Community erreicht, die ich einmal vorlesen möchte, weil sie mich tatsächlich nach wie vor fassungslos macht. Hallo liebe Jana, ich hoffe, du ist okay. Ja, bitte, bitte, sagt immer du. Ich bin schon 42, aber wir kennen uns doch. Also, mein Name ist, den Namen möchte ich nicht vorlesen, und ich habe gestern die Diagnose eines Lipödems Stadium 2 erhalten. Ich bin sehr überfordert. Der Arzt meinte, ich muss operiert werden. Ohne OP wird es nur schlimmer. Das kann ich mir allerdings weder finanziell noch gesundheitlich leisten. Ich habe eine Blutkrankheit, zu dünnes Blut und einfach wahnsinnige Angst. Ich weiß gar nicht, ob du das liest oder warum ich dir eigentlich schreibe. Ich bin einfach nur sehr durcheinander und verängstigt. Mir tut es aber schon gut, dir einfach zu schreiben, auch wenn keine Antwort kommt. Ich werde nun meine Kompressionsstrümpfe bekommen. Hoffe, dass sie passen und mir helfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Und dann hat sie quasi nochmal unterschrieben. Und ich möchte als allererstes sagen, danke, dass du mir so sehr vertraust, dass du mir schreibst, wenn du so voller Sorgen bist. Das ist ein ganz, ganz großes Kompliment für mich. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt in dem Moment vielleicht für dich die Person sein darf, die ich gebraucht hätte damals. Deswegen, ich möchte eins vorweg sagen, ich bin kein Arzt, ich habe deine Beine nicht gesehen, aber ich habe inzwischen schon so viele Geschichten gehört und mit so vielen Ärzten und mit so vielen Krankenkassen und mit so vielen Anwälten und mit so vielen Patientinnen gesprochen, dass ich zumindest glaube, eine Einschätzung geben zu dürfen. Also, du schreibst, dass du es dir finanziert, dass der Arzt gesagt hat, es muss operiert werden. Ohne OP wird es nur schlimmer. Also, erstmal ist es so, ja, es gibt verschiedene Stadien von Lipödem. Aber das bedeutet nicht, dass du alle Stadien automatisch durchlaufen wirst. Je eher du etwas tust, desto größer ist die Chance, dass du schon ganz, ganz viel aufhalten kannst. Dann, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass du operiert werden musst, dann, du bist krankenversichert. Wenn kein Weg daran vorbeiführt, wird dich dein Arzt sicherlich, also vielleicht nicht dieser Arzt, der dich mit so viel Sorgen und Ängsten zurückgelassen hat, darin begleiten, einen Antrag zu stellen. Und dann werden die Schritte gegangen werden. Und diese Operation, wenn du sie wirklich brauchst, ist dann etwas, was eine Krankenkassenleistung ist. Und die Tatsache, dass du sagst, dass du jetzt einfach wahnsinnige Angst hast, ist für mich so ein bisschen, dass du gar nicht bis zum Ende aufgeklärt wurdest. Also ich habe auch Lipödem Stadium 2, so wie es bei dir diagnostiziert wurde. Und ich trage auch Kompressionshosen. Tada! Ne? Also ich trage jetzt gerade zum Beispiel einen mit seitlicher Naht, passend zum Pulli. Ne? Und diese Kompression sorgt dafür, dass mein Gewebe zusammengedrückt wird. Ich habe im Moment leider technische Probleme. Ja. Unsere Systeme sind ausgelastet. Bitte versuchen. Ich brauche dich jetzt auch nicht. Also, und diese Kompression sorgt dafür, dass das Gewebe den Druck bekommt, den es braucht. So, wenn ich die nicht trage, habe ich Schmerzen ohne Ende und komme abends nicht mal mehr, ohne Pause zu machen, hier in meinen höheren Stock. Dann habe ich wirklich so starke Schmerzen, dass ich zweimal auf der Treppe, es ist ein Stockwert, Pause machen muss, weil ich meine Beine einfach nicht angehoben bekomme. Mit der Kompression? Easy, kein Problem. Also, die Kompression macht schon mal einen gravierenden Unterschied. Dann schreibst du, dass du, was hast du gesagt, dass du Kompressionsstrümpfe bekommst, dass du hoffst, dass sie passen und dir helfen. Also, wenn du Flachstreckkompression bekommst, was ja bei Lipödem der Fall ist, dann werden sie passen, denn es wird Maß genommen. Das heißt, du bekommst, jetzt hast von deinem Arzt ein Rezept bekommen und dann gehst du damit in dein Sanitätshaus. In dem Sanitätshaus sind Menschen, die absolute Experten darin sind, deine Beine zu vermessen. Dann ist wirklich mit einem Zentimetermaß, sogar mit Millimeter genau, wird dann an verschiedenen Stellen dein Umfang gemessen, weil die Hose so eng sitzen muss, dass dieser Druck überhaupt gegeben ist. Und deswegen, sie passen. Da kannst du dir sicher sein. Wenn sie nicht passen, ist es entweder, dass noch nicht
perfekt gemessen wurde. Es sind alles nur Menschen, das kann mal passieren, dass da nochmal was angepasst werden muss. Aber dafür gehst du ja dann hin und ziehst sie das erste Mal mit dem Experten, mit der Expertin. Das kannst du entscheiden, ob das ein Mann oder eine Frau sein soll. Da kannst du auch sagen, hey, ich fühle mich mit einer Frau nicht so wohl, oder hey, ich fühle mich mit einem Mann nicht so wohl. Völlig deine Entscheidung. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand gezwungen wurde, sich mit jemandem in einer Kabine aufzuhalten, wo er gesagt hat, hey, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Deswegen hör immer auf dein Bauchgefühl. Wenn du eine gute Connection zu der Person hast, dann ist es völlig unkompliziert, dass du mit der Person dann auch mal Handschuhe anziehst und diese Strümpfe anziehst. Denn du musst schon davon ausgehen, dass das die ersten Male echt eine Herausforderung ist. Und ich gebe zu, am Anfang habe ich auch da gesessen und habe gedacht, verdammter Arzt, ich kriege das Ding nicht an. Es sieht dann auch wie ein Eiertanz aus, wirklich. Also am Anfang, das war schon sehr, sehr, sehr viel schweißtreibende Arbeit. Das ist Frühsport. Und das ist aber okay für die Erleichterung, die es den Tag überbringt. Und wenn es nicht passt, dann immer, immer, immer drüber sprechen. Denn manchmal, so zum Beispiel wie bei mir, ich habe am Anfang gedacht, das passt überhaupt nicht, da wurde bestimmt falsch gemessen. Die rutscht. Ich hatte die gefühlt immer in der Kniekehle hängen. Als ob, die hat überhaupt nicht gerutscht. Ich habe einfach nur meine Beine nicht eingecremt. Tja, deswegen, manchmal sind so diese Kleinigkeiten. Wenn du etwas Glattes auf etwas, das Gewebe ist ja nicht rau, ne? Das ist ja schon glatt. Und wenn du etwas Glattes auf ein uneingecremtes und somit auch glattes Bein setzt, das flutscht, ist klar. Wenn ordentlich Feuchtigkeit in der Haut ist, hält das. Deswegen, hab keine Angst davor, wenn es nicht passt, immer drüber sprechen und gucken, was so die Möglichkeiten sind. Und vor allem, mach dir keine Sorgen. Ich war auch mal bei einem Arzt, der hat mich nicht nur als fett bezeichnet, ich war fettleibig, er hat recht, aber trotzdem finde ich, der Ton macht immer noch die Musik, sondern er hat auch gesagt, ja, dass meine Maße, mein Körper und mein Gewicht, er hat mich nur auf mein Gewicht reduziert, hat gar nicht das Lipödem diagnostiziert, sondern nur gesagt, ich sollte einfach mal mich vorsichtiger bewegen, denn so viel Masse will vorsichtig bewegt werden, daher würden die blauen Flecken kommen. Nein, ich bin sicherlich manchmal, dass ich irgendwie gegen eine Tür flitze, aber mit meinen Beinen komme ich eigentlich ganz gut klar. Und er hat halt gesagt, ja, dass ich mir quasi meine Todesursache aussuchen könnte. Der Tisch an Möglichkeiten wäre reich bedeckt. Tada! Ich lebe. Glücklicher als je zuvor. Und das kann manchmal Angst machen. Besonders, wenn man ja, sich von den Ärzten alleine gelassen fühlt. Ärzte, erstens, es sind auch nur Menschen. Leider auch nicht alle immer in dem Bereich unglaublich gut ausgebildet. Es gibt halt so viele Fachbereiche, was diese ganzen Krankheiten angeht. Da ist es dann doch nochmal gut, vielleicht nochmal bei einem anderen Arzt vorbeizuschauen, bei einem Phlebologen zum Beispiel, der dir einfach nochmal ja, das Ganze ein bisschen genauer erklärt und der dir auch die Angst nimmt. Ich habe das Gefühl, du bist da mit so einer Hiobsbotschaft nach Hause geschickt worden, so nach dem Motto, ja, jetzt komm damit klar. Und das tut mir einfach unglaublich leid. Du schreibst, du bist durcheinander und verängstigt. Und so würde es allen von uns an deiner Stelle gehen. Und ich kann dir wirklich nur sagen, gib dir auch erstmal Zeit, das sacken zu lassen. Die Diagnose ist ja jetzt erstmal, du bist kein anderer Mensch. Ne? Du bist immer noch du. Du bist immer noch herzlich, liebenswert. Ich kenne dich nicht, aber allein die Art und Weise, wie du schreibst, du musst ein ganz, ganz toller Mensch sein. Und alles, was sich jetzt ändert, du bekommst Hilfe. Du hast eine Diagnose, jetzt bekommst du Unterstützung, jetzt bekommst du Kompression und erstmal einen Schritt nach dem anderen. Und sollte es dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, notwendig sein, dass du operiert werden musst, dann ist sicherlich ein Arzt an deiner Seite, der dir hilft, diese Anträge einzureichen und der dir auch diese Sorge mit deiner Blutkrankheit nimmt. Es ist ja immer ein Abwägen. Und ganz im Ernst, am Ende, es wird niemals irgendetwas passieren, ohne dass du diese Entscheidung triffst. Das ist alles herausfordernd, das ist alles unglaublich viel. Aber ab jetzt gehst du einen Schritt nach dem anderen. Und mach dir keine Sorgen, das ist am Anfang für uns alle unglaublich überfordernd. Aber wenn du einfach mal online ein bisschen bei den anderen aus der Lipödem-Community guckst, wir alle haben
unserem Struggle hin und wieder mit der Krankheit, aber wir alle leben sehr, sehr gut mit der Krankheit. Und ich kann dir nur sagen, am Anfang war das mit der Kompressionshose eine Herausforderung, inzwischen nie wieder ohne. Ich liebe die total und deswegen, es ist eine Umstellung, aber du schaffst das. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du das ganz, ganz bestimmt auch. Fühl dich gedrückt und du bist nicht alleine damit. Wir sind über 4 Millionen Frauen in Deutschland mit dieser Krankheit. Eine Krankheit, die jeder sieht, die kaum einer kennt, aber du bist nicht alleine. Es gibt Hilfe und es wird dir gut tun, wenn du Unterstützung, Kompression, Bewegung, aber eins nach dem anderen. Das ist kein Wettlauf hier. Hauptsache, es geht dir damit gut. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen deine Sorgen nehmen. Das kann echt überfordernd am Anfang sein. Von Herzen gerne und bis ganz, ganz bald. Tschüss.